Heute ist echt überhaupt nichts los. Seit wann gibt es hier Eis? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Habe ich Geld dabei? Oh nee, da ist ja nur Müll. Und was ist hiermit? Ich versuch's einfach mal. Oh, Kundschaft. Hallo. Hallo. Hast du Eis für mich? Nur gegen Bezahlung. Ich bin pleite. Keine Moneten, kein Eis. Oh Mann. Bin gleich zurück. Okay. Ich kann alles haben, was ich will. Solange ich meinen 3D-Stift bei mir habe. Perfekt, aber es fehlt noch was. Sieht aus wie eine Eiswaffel, oder? Und was passt am besten dazu? Eine Kugel Eis. Jemand Lust auf Erdbeersoße? Ich werde schon richtig hungrig. Sieht das nicht toll aus? Und durch die Öse ziehst du eine Kette. Voll süß. Ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Sind die nicht voll schön? Und jetzt kommt der Feinschliff. Gleich. Oh, du bist zurück. Ja, da bin ich wieder. Wow, so eine schöne Kette. Sieht genauso aus wie dein Eis, oder? Stimmt. Gibst du mir jetzt ein Eis? Ich wollte doch nur Eis haben. Nicht schon wieder. Ach ja, meine Schlüssel. Doi. Ha? Wo ist er denn? Ach so, bestimmt in meiner Tasche. Irgendwo hier drin muss er sein. Okay, das ist jetzt echt bescheuert. Ich kann ihn nicht finden. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Genauso mache ich's. Mal sehen. Eine Chipstüte. Bücher. Ich muss noch tiefer rein. Da ist er ja. Hab ihn gefunden. Puh, endlich. Das war ganz schön viel Arbeit. Geschafft. Endlich ist der Spind offen. Moment. Ich glaube, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich habe meinen 3D-Stift und einen Zettel mit einem gemalten Herz. Und jetzt umrande ich es einfach. Super! Und jetzt fülle ich es aus. Das ist mein Lieblingsteil beim Malen mit 3D-Stiften. Vor allem die langen Linien machen mir Spaß. Und es sollten keine Lücken mehr da sein, damit es auch gut aussieht. Okay, das Herz ist fertig. Jetzt nur noch einen Schlüsselring befestigen. Dabei kann der 3D-Stift auch helfen. Tada! Fertig und bereit zum Einsatz. Der sieht so süß aus. Und das Beste daran, keine Schlüsselsuche mehr. Ich gewinne hier sowas von. Ah, Zeit für eine kleine Pause. Auf Displays zu starren macht echt müde. Oh yeah. Interessant. Oh, was war das? Na, das war nicht die Katze, oder? Madisons Brille. Sie wird mich umbringen. Mich und meinen breiten Hintern. Aber wenn ich darüber nachdenke? Dieser Stift kann alles reparieren. Umreiße zuerst das Glas. Geh dann die Kante runter. Mach weiter, bis du komplett rum bist. Kommt dir das bekannt vor? Jetzt musst du sie nur noch verbinden. Und nun zu den Bügeln. Und das war's schon. Sieht ziemlich genial aus. Langsam. Langsam. Oh, das war knapp. Sie hat genau deine Größe. Bin ich mit Brille eingeschlafen? Oh Gott. Das ist seltsam. Juhu. Geschafft. Ich putz nur ein bisschen. Was ist das denn? Ach, Glasränder auf den Möbeln? Na, so, alles sauber. Noch mehr Glasränder? Ich dachte, die wären schon weggeputzt. Nun, die hätten wir auch erledigt. Weiter zum nächsten Raum.
auf dem Spiegel? Wie ist das denn überhaupt möglich? Ich wisch das eben von seinem Gesicht. Schlaf einfach weiter, Schätzchen. Puh, es gab wirklich einiges zum Putzen. Was? Schau dir all diese Ringe an. Das gerät komplett außer Kontrolle. Hä? Was ist das denn? Ach, einer dieser 3D-Stifte. Hm. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich zeichne einfach einen Becher nach. So, und nun verleihe ich dem Ganzen etwas Charakter. Zuerst Augen und Mund. Ja, ach, schaut euch dieses süße Gesicht an. Okay, nun kommt der 3D-Stift zum Einsatz. Ich fülle einfach den Kreis mit Gelb aus. Fertig. Nun etwas Weiß. Nur für das eine Auge. Und Schwarz für die Pupille und den Mund. Bloß die freche Zunge nicht vergessen. Oh, das sieht entzückend aus. Auch dieses Gesicht ist einfach so süß. Mama, was machst du denn da? Nein! Stell die bloß nicht ab. Los, kleines Gesicht, rette unsere Möbel. Ha, von nun an verwendest du bitte Untersetzer. Ich habe genug davon, all diese Flecken auf den Möbeln zu entfernen. Und räum bitte auch dein Zimmer auf, ja? Ich muss schon zugeben, dieser Untersetzer ist echt süß. Du und deine Klassenkameradin habt einen ähnlichen Geschmack. Und das führt manchmal zu Problemen. Tschüss. Hemingway ist wirklich interessant. Hm? Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, sowas eingepackt zu haben. Ich juble nicht mal jemanden an. Warte, ist das mein Rucksack? Was mich auf eine tolle Idee bringt. Zeichne deinen Namen und umreiße ihn mit deinem Klebestift. Ich habe mich für einen lustigen Bubble-Schriftzug entschieden. Du kannst auch jede beliebige Farbe nehmen. Denk auch an die versteckten Stellen. Wie um das E herum. Dann wird es Zeit für Farbe. Trag den Kleber in verschiedene Richtungen auf, um die Buchstaben sichtbarer zu machen. Oder mach das Ende jedes Strichs definierter. Noch einen Umriss rum und eine Kette dran. Mal sehen, wer sich jetzt noch die falsche Tasche schnappt. Hä? Das ist nicht mein Name. Madison? Das war ganz schön knapp, was? Vom Namensschild gerettet.